herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality und zum RP-Projekt auf der Schwatzingen 2. So, ich habe letzte Folge festgestellt, dass es unglaublich anstrengend ist, die ganze Zeit ein Telefon bei sich zu haben. Deshalb, keine Ahnung, ich mache jetzt mal mein Telefon einfach aus. So, mir völlig wurscht. Ich habe jetzt keinen Bock, gestört zu werden. Ich muss hier ein bisschen arbeiten und kann nicht die ganze Zeit ans Telefon gehen. Heute ist mal Telefon aus. Oh, der ist aber irgendwie sehr schräg hier. So, außerdem haben wir letzte Folge, also gestern um 16 Uhr, hatten wir richtig Probleme mit dem Lohnunternehmen, dass die unsere Felder nicht bewirtschaftet haben. 39.000 für das, was der geladen hatte. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der hat sich da schon was abgezwackt. Ich notiere es mal. 39.000 von Harry. Ich glaube, der hat sich da schon was abgezwackt. Was wollte ich sagen? Ah, genau, die haben meine Felder nicht abgeerntet, weil sie mit irgendeinem anderen Zeug beschäftigt waren. Dadurch sind beide Felder verdorrt. Hier, unser schönes Feld. Guckt euch das mal an. Das gibt's nicht. Ah. Ich geh mal gerade hier. Harry! Harry! Da? Wenn, wo bist du denn jetzt hin? Ah, wo willst du hin? Den LKW zu holen wieder. Ah ja, okay. Der ist doch Geld angekommen. Ja, 39.000. Was los? Haben die heute nichts gezahlt oder was? Nee, ich hab nicht ganz voll. Okay, ich habe nämlich letztes Mal 58.000 gekriegt. Ja, aber du hast den ja stehen sehen. Ja, stimmt. Da war ja nicht voll, oder? Ja. Ja. Okay, gut, habe ich mal notiert. Jo. Bis dann, ciao. Jo, ciao. Okay. Nicht voll, sagt er. Ja, hat er schon recht, war nicht ganz voll geladen. Auf jeden Fall, durch das, dass meine Felder... Oh mein Gott! Kaum habe ich mal das Telefon an. Hallo? Hallo? Jetzt gerade Baumstamm von deinem Ding auf meinen übergeladen. Das ist ungeschickt. Moment. Nein. Moment. Okay, wie viele? Einer. Okay, egal. Oder kommst du jetzt zu mir? Ja. Ah ja, warte. Dann musst du halt... Warte mal. Jo, danke. Jo, was? Ciao. Ciao. So, okay. Also auf jeden Fall nervt mich das total, dass die hier so leichtfertig mit meinem Land umgehen. Und da muss irgendwas passieren. Weil es kann ja nicht sein, dass die meinen... Also ich habe jetzt 40.000 oder so verloren. Durch das, dass die mein Land nicht richtig bewirtschaftet haben. Und es ist schon ein ordentlicher Einbußen. Und da müssen wir... da muss was passieren. Und deshalb bin ich am Überlegen. Warte mal, 24.000... Da habe ich einen Haken dran. Ich rufe mal gerade den Knoll an. Oder der soll mich anrufen. Ich
glaube, ich habe dem schon eine Ladung überwiesen. Der ist auch flott unterwegs. So. Hallo? Hallo? Jawohl. Ich habe gerade auf meiner Liste gesehen, dass ich einmal einen Haken bei 44.000 hinten dran habe. Ich glaube, ich muss rechts rum. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da vielleicht doch schon was überwiesen habe, sonst wäre da nämlich kein Haken dran. 44. Ja. Vielleicht finden sie da was in den Buchungen. Aber das müsste schon gestern oder vorgestern gewesen sein. Eher vorgestern. 48.200 habe ich hier. 48.2. Könnte auch sein. Habe ich hier nichts geschafft. Sonst nichts? 48.2, mehr nicht. Okay. Ja, aber könnten da auch diese 44 dabei sein? Das könnte sein, ja. Ja, das könnte gut sein. Ich habe halt einen Haken dran, ich bin mir nicht ganz sicher. Na, dann wird das schon so passen. Okay, dann kriegen sie jetzt nochmal 74.8. Ah, perfekt. Dann sind die Stämme fertig. War gerade oben, hab die restlichen voll abgeholt. Danke, was kriegen sie dafür, für die Stämme? Schicke ich ihnen einfach 70. 4,8. Ist das okay? Ja. Okay, passt. Gut. Mach ich gleich fertig, wenn ich angekommen bin. Jo, passt. Danke, tschüss. Ja, ciao. So. Alter. Hey, da ist ein Haken auf meiner Liste. Das muss eigentlich so sein. So, warte mal, jetzt überweisen. Was habe ich gesagt? 70 überweise ich ihm. Dann ist das erledigt. Abhaken. Sehr schön. Ach, dieses Telefon. Ich mache wirklich. Morgen ist mein Telefon aus. Hallo? Ja. Wie hast du bei dir immer beim LKW einen Tempomaten eingestellt? Ja, ich habe mal auf 60, zumindest auf gerader Strecke. Ja, dann kannst du das auch mal einstellen. Ja, 60, aber musst schon aufpassen. Ja. Weil der ist schon recht zickig. So, jetzt bin ich auf dem Weg wieder. Oh, bin auch gerade angekommen. Das... Unten bei dem Wald, wo ich jetzt angefangen habe. Ja. Ach, auch noch, oder? Da bin ich jetzt auch. Ich musste kurz noch einen Zwischenauftrag von der Gemeinde oben machen. Okay. Aber ich komme wirklich nicht mehr hinterher mit den Aufträgen. Das ist katastrophal. Ja, ich müsste auch eigentlich mal jetzt den Melo-Auftrag geben. Ja, passen Sie auf. Die haben meine Felder vergessen. Beide Felder sind verdorrt. Was? Ja. Haben sie Weizen angepflanzt und dann vergessen zum Abernten, die Helden. Sagt er, schick gleich einen. Ja, hoffe ich mal für ihn. Wenn nicht, ja. Macht ihr auf was gefasst, dass sie halt nicht richtig arbeiten. Ja, ja. Okay. Jo, da bin ich eh gleich da. Ciao. Bis dann, ciao. Also ich habe gerade gesehen, da oben stehen, es sind auch noch Bäume drin, aber da komme ich gar nicht rein, die muss ich runterziehen. Da muss ich dann mit Seilwinde herkommen. Muss hier oben den Wald rausholen. Den Steier. Nee, ey. Scheiß Bäume. Also wirklich, ich werde den Försterjob an Nagel hängen. Kein Bock mehr drauf. Ich werde jetzt gleich mal
mit dem Bürgermeister probieren zu telefonieren. Und morgen ist mein Handy aus. Dann rufe ich den gerade mal an. Oder lässt er mich anrufen, ist immer besser. So. Ach, der Harry macht die beim Bäume da oben. Hallo? Hallo? Ja. Ich möchte. Ja, genau. Ich habe zwei Informationen für Sie. Zum einen ist morgen mein Telefon mal komplett aus. Okay. Ja, ich habe keinen Bock mehr auf dieses Telefongebimmel. Dann. Also da bin ich nicht zu erreichen. Okay. Vielleicht treffe ich Sie ja mal zufällig. Ja, wenn wir uns sehen, dann kann man mal quatschen. Ja. Und das andere wäre, also ich bin ja gerne draußen in der Natur. Ja. Aber so langsam sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Das heißt Berufswechsel. Das heißt, Sie müssen eventuell den Försterjob neu ausschreiben. Also kurzum, Sie haben keinen Bock mehr auf Förster. Nee, das Problem ist, ich bin kurz vorm Burnout. Ach du Scheiße. Ja, also ich bin wirklich... Also gestern hat mein Telefon, glaube ich, 10-mal geklingelt. Ja. Und alle nur, hast du hier mal einen Baum, kannst du da mal einen Baum. Also ich weiß nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Das ist blöd. Ja, und das tut mir leid für Sie. Deshalb muss ich jetzt halt wirklich mal Pause machen. Ja, einfach ein bisschen zurücktreten. Gut. Ich werde mich beim Arbeitsamt erkundigen. Oder vielleicht haben Sie ja irgendwie noch eine Ausschreibung offen. Fragen Sie vielleicht mal beim LU. Also bei Marlon. Ich wäre so schon gern wieder selbstständig, wissen Sie? Ich kann so schlecht unter Führung arbeiten. Keine Ahnung, vielleicht Bauer. Da könnten Sie auch mal die Subventionierungsliste durchchecken. Ja, dann könnte ich auch. Ich habe ja zwei Felder. Da machen Sie ja keine Auftragsarbeit, da machen Sie ja selbst was. Ja, das stimmt. Könnten Sie zum Beispiel sagen, dass auf dem Feld, keine Ahnung, wenn Sie Kühe haben, Mais. Nee, Mais brauchen. Schweine zum Beispiel, dass sie dann einen Bauer machen, zum Beispiel. Bei Bio gibt es auch große Subventionierung. Ja, aber Bio-Bauer ist schwierig im Moment, oder? Also der Sepp hat auf Bio umgestellt. Ah, okay. Also es gibt schon Bio. Ich kann Ihnen nur nicht sagen, es ist tatsächlich halt schwierig, weil es gibt... Die Vergütung ist jetzt nicht so viel höher, als wenn sie konventionell machen. Mhm. Leider. Vielleicht muss ich mal schauen, ob da noch was geändert wird, aber sie können ja auch noch später auf Bio umsteigen. Ja. Das ist ja jetzt nichts Dramatisches. Ja. Okay. Dann werde ich jetzt veranlassen, dass sie kein Förster mehr sind. Ja, zumindest, dass ich keine neuen Aufträge. Also ich werde den Auftrag hier natürlich noch fertig machen. Ja, klar. Dann schreiben Sie am besten mal in WordFarm, dass bei Ihnen Auftragsstopp ist. Oder soll ich es für Sie schreiben? Ich fände besser, wenn Sie einfach die Stelle neu ausschreiben. Okay. Und dann kann man ja gucken. Okay. Dieser LKW, ey. Okay, das war's. Gut. Dann noch einen schönen Tag und erholen Sie sich. Ja, morgen dann. Ja. Gut. Okay. Gut, bis dann. Tschüss. Das gibt's doch nicht. Hallo? 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 Ja. Dieser Autoload irgendwie funktioniert aber nicht in Teilen. Was ist mit dem China-Import? Ja, irgendwie funktioniert der Teilen nicht. Vielleicht ist noch irgendwo ein Ast dran. Das stört immer die Sensoren. Habe ich schon geschafft. Okay, ich habe gerade auch irgendwie technische, fahrerische Probleme. Ja, kann ich... Warte, ich komm mal rüber. Wo bist du denn? Da hier bei dir. Ah, da oben stehst du. Ah, jetzt geht doch was. Gerade ging einer hoch. Pass auf, sonst kippst du um. War schon ordentlich Schieflage.
Weiter drüben. Langsamer, 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 langsamer. Drüben da. Die hier. Hier, auf der Seite. Welche Seite? Ach, die da. Ja, jetzt fahr noch mal dran vorbei. Jetzt. Gut. Lag da noch einer? Habe ich gar nicht. Oh, das war knapp. Der hier müsste eigentlich auch gehen. Aber den kriege ich halt nicht hier oben. Oh, pass auf, pass auf, pass auf. Oben noch. Hä? Oben ist noch ein. Ja, guck mal, ob du den runtertragen kannst. Hey, wo ist denn hier noch einer? Ich sehe nichts. Der geht nicht. Wo denn? Das kleine Ding hier. Ja. Hier ist einer. Wo? Ja, kann das sein? Ich glaube, das ist. Ja. Ich sehe nichts. Hä? Durchgeschnitten. Ich sehe nichts. Dann gehe einfach zum anderen. Also ich bin mal. Ich bin mal weg. Ich bin morgen nicht telefonisch zu erreichen, gell? Uah, pass auf. Ich bin morgen nicht telefonisch zu erreichen. Brauch ein bisschen Ruhe. Okay. Ciao. Ciao, ciao. Dann bis morgen. Nicht. Ja, ciao. Ja, ciao. So, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Morgen ist mein Handy aus. Da werde ich keine Telefonate beantworten. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne rein. Um 16 Uhr immer täglich. Montag bis Sonntag. Bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Haut rein, macht's gut. Ciao.